Wunderschönen Abend aus dem Osten Österreichs und es freut mich wirklich sehr, dass ich einmal einen Spezialvortrag über die Früchte auf den Märkten Costa Ricas halten darf. Wie vielleicht alle oder viele wissen, Anton und ich, wir sind ja seit fast 30 Jahren in Costa Rica und eine unserer Leidenschaften ist und war, tropische Früchte zu erleben, zu genießen, tropische Früchte zu erfassen. Wir sind Botaniker, ich bin Botaniker, mich interessiert es, egal wo ich hinkomme, in welches Land ich komme. Es ist einfach spannend zu sehen, was auf Märkten es alles gibt. Und ich bin ja auch Kulinariker, wie ich annehme, viele von euch auch Kulinariker sind. Man möchte ja fremde Geschmäcker, fremde Gerüche und fremde Sachen probieren. Und aus diesem Grund starte ich heute mit euch in Costa Rica. Ich bin mir sicher, dass viele oder manche von euch schon mal in Costa Rica waren und kriegt ein bisschen eine Auffrischung. Wer weiß noch, was Gassi ist, Rambo vielleicht eher, aber Sabote kennen wahrscheinlich die wenigsten. Wir starten durch. Ja, Costa Rica, ich kann nicht einen Vortrag, auch wenn es nur um die Märkte Costa Ricas geht, nicht Costa Rica vorstellen. Also ein bisschen muss ich schon was erzählen. Costa Rica ist ein kleines Land zwischen Panama und Nicaragua, zwischen Karibik und Pazifik mit hohen Bergen bis zu 3.800 Meter Höhe, also höher als Österreichs höchster Berg. Das bewirkt natürlich auch eine enorm hohe Vielfalt an Lebensräumen, aber auch eine hohe Vielfalt an Agrarflächen und klimatischen Bedingungen, wo unterschiedlichste Pflanzen auch angebaut werden können, die natürlich uns auch dienen, diese zu nutzen. Darum hat auch Costa Rica sehr, sehr viele einheimische native Pflanzen. Ein kleines Land. Ja, und Costa Rica ist ein Land des Tourismus. Ungefähr 3 Millionen Touristen kamen im Jahr 2019 nach Costa Rica. Viele nutzen diese Besonderheit des Landes, diese Kleinheit, die hohe Vielfalt an Lebensräumen, die touristischen Einrichtungen und auch, wie man da auf dem Bild rechts oben sieht, auch Touristen, wie wir es sind, wir schätzen, Märkte zu besuchen. Wir gehen auf Märkte, wir schauen uns Märkte an, wir probieren dort, wir kaufen Sachen und. Ganz wichtig natürlich ist der Tourismus für Costa Rica, ist der wichtigste Deviseneinnahmequelle seit vielen Jahren schon. Und etwa 6,8 des Bruttoinlandproduktes. Ihr könnt euch vorstellen, was das Corona-Jahre voriges Jahr und heuer für Costa Rica bedeutet. Costa Rica ist ein Tourismusland, ähnlich wie Österreich. Österreich lebt ja auch vom Tourismus. Auch gar nicht mehr weiter darüber reden, was das für Österreich bedeutet, wenn wir jetzt das Weihnachtsgeschäft und das Skifahren nicht können. Zu Weihnachten wegen Covid. Das heißt, Costa Rica leidet auch unter diesen Problemen, aber Costa Rica hat offensichtlich Corona wesentlich besser im Griff als wir Österreicher. Costa Rica ist und zählt zu den sicheren Reiseländern. Falls jemand Interesse hat, nach Costa Rica zu reisen in kurzer Zeit, kann ich nur empfehlen, sicherlich sicherer als in Österreich. Okay, Costa Rica hat unterschiedlichste große Gebiete, wo Landwirtschaft betrieben wird. Ich möchte es nur kurz da stehen lassen. Begonnen hat alles mit Kaffee, vor allem im Hochland. Dann später kamen Bananen, vor allem in der karibischen Region, und dann Bananen auch in der Region um La Gamba dazu. Dort, wo jetzt zum Beispiel in manchen Regionen, wo einst die Bananen waren, stehen jetzt zum Teil Ölpalmen in manchen Bereichen. Später kam dann Viehwirtschaft dazu. Wir denken nur an McDonald's und ähnliches. Das war so in den 70er Jahren. Und dann später immer mehr Ananas auch. Das heißt, Costa Rica ist ein Agrarland, wo auch sehr viel exportiert wird. Costa Rica lebt auch von Agrarexporten und dementsprechend auch eine große Fläche natürlich des Landes für diese agrarische Nutzung reserviert und beeinträchtigt. Trotz allem, Costa Rica hat ein Viertel der Landesfläche unter Schutz gestellt. Trotz allem. Und die Gebiete, die jetzt hier so gelb sind, das sind großteils also landwirtschaftlich genutzte Regionen. Im Norden Costa Ricas sehen wir Rinder und Ananas, sehr, sehr trocken. Und in feuchten Gebieten, wie an der Pazifikseite, im Süden und an der Karibikseite, dort vor allem Bananen oder Ölpalmen und im Hochland dann Kaffee. So, das ist
quasi die großen Anbaugebiete. Daniel hat schon erwähnt, wir bringen ja immer wieder verschiedene Bücher heraus. Auch hatten wir vor 12 Jahren dieses Buch herausgebracht, gemeinsam mit einer Schule. War wirklich super spannend. Der Daniel war mit einer Schulklasse aus Wien in Costa Rica und Ziel dieser Exkursion war es auch, dass man ein solches Buch mit Informationen zu so einem Buch sammelt. Und das haben sie sehr gut gemacht, die Schüler. Darum ist auch dieses Buch dann herausgekommen. Vielleicht gibt es auch eine zweite Auflage in den nächsten Jahren. So, ja, Costa Rica hat Märkte, viele Märkte. Wir sind echte Fans von Märkten. Der wirklich tollste Markt und der größte Markt ist natürlich in dem agrarischen Zentrum von Karthago. Karthago liegt nicht weit von San Jose entfernt, Richtung Karibik-Seite, 3/4 Stunde mit dem Auto zu fahren. Und dort gibt es von Donnerstag bis Sonntag einen fantastisch tollen Markt. Die heißen dann Ferias in Costa Rica. Und da kriegt man alles zu kaufen. Kann nur jedem empfehlen, auf solche Märkte zu gehen. Die Menschen sind nett, die Menschen sind äußerst zuvorkommend. Und man kriegt alle möglichen Früchte, die in der Region angebaut werden, verkauft werden, dort zu kaufen und zu probieren. Das würde ich jedem empfehlen. Hingehen, probieren und natürlich die kulinarischen Genüsse zu erleben. Es gibt wahnsinnig viele Früchte und Pflanzen, die wir nutzen, die aus Mittelamerika kommen. Wirklich sehr viele. All die, die jetzt hier abgebildet sind auf dieser Tafel, kommen ursprünglich aus Mittelamerika. Also sind mittelamerikanische Früchte. Man weiß es vielleicht gar nicht, dass Chili, Vanille oder die Dragon Fruit oder die Pfirsichpalme, auf die ich noch komme, oder Papaya, Avocado, Kakao, alles Früchte, die ursprünglich aus Mittelamerika kommen. Und hätte der Christoph Kolumbus nicht Amerika entdeckt, wäre uns all diese Früchte natürlich entgangen. Und ich möchte aber heute nicht nur die mittelamerikanischen Früchte vorstellen, sondern das, was es wirklich auf den Märkten gibt. Und dazu gehört natürlich Chiquita. Costa Rica ist der Welt viertwichtigste Bananenexporteur. Also ich war schon ein kleines Land, kleiner als Österreich, und ist der viertwichtigste Bananenexporteur, hat 10% des Weltmarktanteils, ist aber nicht der größte Produzent, aber nur der wichtigste Bananenexporteur, viertwichtigste, der 11. größte Produzent. Und auf ungefähr 1% der Landesfläche wird Bananen angebaut. Bananen spielten einst eine noch wesentlich größere Rolle für Costa Rica. Ich könnte den ganzen Webinar nur über die Banane und die Bananengeschichte Costa Ricas reden. Das ist eine spannende Geschichte, gibt schon sehr viel darüber zu lesen. Wirklich interessant, Costa Rica ist ja oder war eine Bananenrepublik. Vor allem, man muss Bananen probieren dort, wo sie eigentlich wachsen. Zu uns kommen die Bananen grün und die werden dann nachgereift. In Costa Rica hat man die Chance, dort wirklich ja auch natürlich gereifte Bananen zu probieren. Man muss sich vorstellen, es gibt 400 Sorten von Bananen. Kommerziell werden maximal 20 genutzt. Die wichtigste, die es bei uns gibt, ist die Cavendish. Also wir essen großteils eine Bananensorte, die Chiquita oder die Del Monte-Banane, die Cavendish. Schmeckt ja gut, aber es gibt ja viele, viele andere Sorten, die auch noch gut schmecken. Und es gibt Kochbananen. Bild links oben zum Beispiel, da sieht man Patacones. Die Patacones, die werden aus Kochbananen gemacht und das sind unreife Bananen, die erst durch den Reifungsprozess die Stärke in Fructose, Glucose und Saccharose umwandeln. Und dann enthalten diese Bananen nur mehr 1-2% Stärke, sind süßer und sehr leicht verdaulich und hat dann auch sehr viel Kalium. Es gibt also Kochbananen auch, die Kostrikaner natürlich intensiv nutzen. Tostones, Patacones und ähnliches. Zum Frühstück kriegt man das auch immer wieder. Also Bananen gibt es unterschiedlichste Sorten. Alle schmecken ähnlich, aber nicht ganz gleich. Da zum Beispiel ganz rechts unten, die Andrea, Bananen in der Hand, die heißen Pegados. Also die sind eigentlich so eine Mischung zwischen Koch- und Essbananen, schmecken ganz gut. Aber da sind die Bananen miteinander verwachsen, wie man das sieht. Wirklich interessant. Man muss es probieren, um den unterschiedlichen Geschmäcker auch zu erleben. Ananas. Costa Rica ist der weltwichtigste Ananasexporteur. Wer hat das gewusst, dass Costa Rica tatsächlich den Weltmarkt sozusagen mit 2,5 Millionen Tonnen Ananas pro Jahr beliefert? Das ist 60% des Weltmarktanteils.
riesengroßer Anteil. Als Anton und ich nach Costa Rica kamen, das war also Anfang der 90er Jahre, da begann Costa Rica erst mit Aufbau dieser Ananas-Plantagen. Jetzt findet man Ananas-Plantagen in der Karibikregion, im Norden, in den trockenen Bereichen und natürlich hier in der Nähe von Buenos Aires, was auch immer das Zentrum der Del Monte, vor allem Del Monte, Ananas-Plantagen Costa Rica ist. Auch ungefähr 1% der Fläche des Landes wird hier mit Ananas angebaut. Die Ananas selbst, die Ananas selbst ist eine ganz wichtige Pflanze. Die kommt übrigens ursprünglich aus Brasilien und hat schon in präkolumbianischer Zeit den Weg nach Norden gefunden, nach Mexiko. Also man vermutet, dass also der Kultivierungsprozess der Ananas etwa 4000 Jahre alt ist. Das heißt, vor ungefähr 4000 Jahren hatten Indianer Südamerikas schon begonnen, die Ananas zu kultivieren, die dann auch angebaut wurde, vermutlich Süßkartoffeln, Kartoffeln und Erdnüssen, gemeinsam angebaut in verschiedenen Regionen. Die Ananas selbst die nutzt man roh, aber auch natürlich Weinherstellung und Ähnliches. Was wir jetzt bei einer Recherche erfahren habe, ist, dass zum Beispiel die Ananasfasern, also die Blätter, die Fasern der Blätter, die werden zum Beispiel auch als Bogensehnen genutzt. Und das war einer der häufigsten Bogensehnen präkolumbianischen Jahren. Ganz interessant. Die Ananas selbst hat relativ viel dieses Bromelin, vielleicht habt ihr schon mal gehört, und das ist so ähnlich wie das Papain, auf das auch noch zu sprechen komme heute. Das ist ein Enzym, welches das Fleisch zarter macht. Und dient als Verdauungshilfe und auch als entzündungshemmendes Mittel. Das heißt, Ananas ist wirklich was ganz Tolles. Ich kann nur jedem Menschen empfehlen, in der Früh immer eine Ananas, vor allem wenn man in diesen Ländern ist, in Costa Rica essen und man kriegt weniger irgendwelche Verdauungsprobleme. Übrigens, die Ananas kam dann später nach Europa. Der Christoph Kolumbus hat auf der zweiten Reise die Ananas im Jahr November 1493 auf Guadalupe bekommen und hat dann die Ananas nach Europa gebracht, wo sie dann zu den Luxusgütern zählte. Ich muss sich vorstellen, damals war Zucker noch wirklich nicht gängig in Europa. Honig war ein teurer Süßstoff. Plötzlich bekam man so eine große und wirklich eine tolle Frucht, eine süße Frucht in die Hand. Später dann haben vor allem die Portugiesen dann relativ schnell die Frucht aufgenommen und die Portugiesen haben dann schon im 16. Jahrhundert die Ananas nach Indien gebracht und in ihre Überseekolonien. Und so ist auch die Ananas dann in vielen, vielen Bereichen der Erde einheimisch geworden. 1550 war sie zum Beispiel schon in Indien. Ja, und dann haben die Holländer mit Glashäusern begonnen, die Ananas anzubauen. Man hat 3 Jahre gebraucht, bis dass man dann in solchen Glashäusern eine Ananas gezogen hat. Und die war dann sozusagen eine Besonderheit an den Tafeln der reichen Leute von einst. Im 18. Jahrhundert zum Beispiel hat eine Ananas ungefähr den Wert einer Kutsche gehabt. Zum Beispiel den Wert einer Kutsche. Das war wirklich was Besonderes. Eine Ananas mit dem Aufwand, Glashaus, Gärtner und dergleichen und das Ganze im Winter beheizen und ähnliches, hat so viel gekostet, dass die Ananas tatsächlich anschließend ein sehr, sehr wertvolles Produkt war. Und das konnten sich natürlich nur wirklich reiche Leute leisten. Vor allem die französischen Könige, die hatten da ganz viel mit der Ananas gemacht. Aber ursprünglich kommt diese Ananas aus Brasilien und ist dann in präkolumbianischer Zeit schon nach Mittelamerika gekommen. Also Ananas ist eine tolle Pflanze. Schöne Pflanze auch und muss man unbedingt probieren. Schmeckt ja wirklich fantastisch. Es gibt mehrere unterschiedliche Ananas-Sorten, auch in Costa Rica. Die wichtigste ist die Smooth Cayenne, die wir in Europa bekommen. Ja, das kriegt man weniger am Markt, aber ich muss trotzdem sagen, denn ihr werdet, wenn ihr in Costa Rica seid, immer wieder diese Ölpalmenplantagen sehen. Die Ölpalme kommt aus Afrika. Weltweit größtes Ölanbauland ist Malaysien, Indonesien. Costa Rica spielt da weltweit überhaupt keine Rolle. 74.000 Hektar in Costa Rica, vor allem in den pazifischen Feuchtgebieten und in den
karibischen Regionen wird es auch angebaut. Der Großteil übrigens von dem Palmöl wird als Energie, als Biosprit verwendet. Ansonsten ist Palmöl, wie wir alle immer wieder hören, mit 5% der weltweiten Pflanzenanbau, Ölanbaufläche, das wirklich absolut häufigste und wichtigste Speiseöl. 45% des Speiseöls weltweit ist Palmöl. Muss ich mir vorstellen, hätten wir das Palmöl nicht, womit würden wir dann die Speisen mit Öl versehen? Auch das ist eine Überlegung wert. Ich glaube, man muss da wirklich selbst immer daran denken, wie viel man eigentlich nutzt und was man eigentlich nutzen möchte. Also Palmöl spielt in Costa Rica auch eine wichtige Rolle, ein kleines Land, vor allem auch für Produktion. Die Leute essen es weniger. Man kann die Früchte essen, kochen, schmecken nicht schlecht, wirklich schmeckt nicht schlecht, so nussig, aber das hat in Costa Rica leider keine Tradition. Wir probieren das immer wieder in der Station und es schmeckt ganz gut. So, wir sind bei den Palmen, aber das kennt vielleicht jeder, der schon mal in Costa Rica war, nämlich die Pechiweihe. Die Pechiweihe, diese Pfirsichpalme, die Pfirsichpalme selbst, die kommt auch aus Mittel- und nördliches Südamerika, wird dort intensivst genutzt von auch den Indianern. Auch Christoph Kolumbus hat auf seiner vierten Reise, als er nach Costa Rica gekommen ist, schon Informationen bekommen, dass die Indianer in ihren Chakras, in ihren Gärten eine Palme mit ganz langen und unangenehmen Stacheln stehen haben und diese Früchte ernten und kochen und dann essen. Sind das eine stärkehältige Frucht, die ja so eine Mischung zwischen Maroni, Kastanien, Kartoffeln, müssen geschält werden und dann isst man diese gekochten Früchte, schmecken sehr gut, schmecken gut, aber wie gesagt, stärkehaltig. Man muss immer was dazu trinken, sonst kriegt man das Ganze nicht knapp und ist ein ist und war ein ganz wichtiges Grundnahrungsmittel der präkolumbianischen Indianer und jetzt natürlich auch noch immer. Wenn man nach Amazonien fährt oder Nord-Südamerika, man sieht überall diese Bactris gazipes heißt die, diese Palme mit den ganz langen Stacheln. Und eine sehr gute Frucht. Und das kriegt man auf den Märkten auch zu kaufen, die sind da so gekocht und hingehen und 4, 5 Stück kaufen, schälen, immer ein Taschenmesser bei der Hand haben oder vielleicht auch offerieren lassen, das ist gleich schälen die Leute und dann kriegt man es meistens mit einem Ketchup, mit einer Mayonnaise und die Ticos essen das mit Mayonnaise. Ich mag es ohne lieber. Schmeckt sehr gut und es gibt unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Sorten. Also auch da, wenn man es einmal probiert hat und das schmeckt dann nicht aufgeben. Es gibt andere Sorten, die anders schmecken und vielleicht sogar besser sind. Eine ganz wichtige Frucht, Pechiweihe, Pfirsichpalme. Die nächste noch immer, wir sind so bei ganz großen und wichtigen Sachen, ist ja keine Frucht, aber eine Pflanze, die auch in Costa Rica zwar nicht heimisch ist, aber ganz häufig angebaut wird, ist der Zucker oder Zuckerrohr. Zuckerrohr kommt aus Asien, irgendwo da in dem Bereich Südostasiens, hat dann irgendwann den Weg gefunden über Afrika nach Spanien mit den Mauren und dann später die Spanier haben relativ bald Zuckerrohr nach Amerika gebracht und dann haben sie es angebaut auf den Hispaniola und den karibischen Inseln und dort hat man dann auch Schwarze, vor allem viele Arbeiter gebraucht. Die einheimischen Leute, Spanier waren nicht geeignet, in den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten und so hat man dann wegen dem Zuckerrohranbau in der neuen Welt schwarze, billige Arbeitskräfte gebraucht. Und das ist sogar der Beginn im Prinzip dieser Transportes von schwarzafrikanischen Sklaven nach Amerika wegen Zuckerrohr und auch Baumwolle. Zuckerrohr selbst ist eine sehr wichtige Pflanze weltweit. Man sieht hier, dass das Zuckerrohr etwa 3/4 des Weltzuckerproduktions ausmacht. Das heißt, großteils in den Ländern, man sieht hier auch, die dunkel sind, dunkelrot, dort wird Zucker angebaut, also sehr viel in Amerika, Brasilien, denkt nur an Brasilien, da wird Ethanol daraus gemacht, um dann damit als Biosprit zu verwenden. Und auch Indien und China und Australien wird viel Zuckerrohr angebaut. Das Zuckerrohr ist ganz wichtig. Was braucht man nicht in Südamerika damit? Na, zum einen natürlich Zucker rechts,
Der Zucker, der wird dann der Zuckersaft rausgepresst aus aus dem Halm und dann wieder getrocknet und wird dann in solchen Tapas verkauft. Und dann schabt man das Zucker herab. Das ist also unraffinierter, nicht gebleichter Zucker. Verwendet man für Cassasa oder Englisch und Caipirinha und natürlich auch normal. Kuchen backen und ähnliches. Und natürlich Rum. Der Zucker ist das Ausgangsprodukt für Rum, verschiedene Rum. Costa Rica hat sehr guten Rum. Hier der Centenario gibt es verschiedene Altersstufen, wird dann in echten Fässern gelagert und kriegt dann doch ein besonderes Aroma. Das heißt, Zucker wird natürlich für Lebensmittel verwendet, für Kuchen und ähnliches und natürlich auch als Getränk den Rum. Kriegt man aber alles am Markt. Jetzt haben wir richtige Frucht wieder. Wer kennt denn den Sauersack oder die Stachelanone? Auch wenn man noch nie in Costa Rica war, man kann das sogar in Österreich erwerben. Ich habe hier so eine Packung von Rubicon. Das gibt es zu kaufen. Also dort, wo man so exotische Lebensmittel bekommt, gibt es dann auch immer wieder den Guanabana-Saft. Probiert es einmal. Er ist wirklich fantastisch. Die Frucht selbst ist riesig, ist ziemlich groß. Und ist wird in Costa Rica 400 Hektar Anbaufläche angebaut. Man kriegt das immer wieder. Die Frucht hat nicht Exportqualität. Das heißt, die Frucht selbst würde zu schnell reifen. Das dauert zu lange, bis dass die dann mit einem Schiff unterwegs werden, würde verfaulen oder zu grün, geht auch nicht. Das heißt also, Exportqualität hat nur der Saft. Der Saft wird gemacht, aber die Frucht selbst nicht. Die Frucht gehört zu den Anonengewächsen übrigens. Das ist eine Stachelanone, heißt sie auf Deutsch, oder Sauersack. Und ist wirklich ganz, ganz, ganz eine interessante Pflanze, nämlich die hat auch bei Versuchen, bei Labortests gezeigt, dass sie Wachstumshemmung bei bestimmten Brustkrebsarten hat. Wirklich interessant, auch bei Speicheldrüsenkrebsarten. Das heißt also, man untersucht vor allem diese Frucht hinsichtlich karzinogener Wirkung. Und ist eine der besten Fruchtsäfte, die man in Costa Rica kriegen kann. Das heißt, auch da, wenn ihr am Markt seid, so wie jetzt eine Frucht, meistens sind die auch geschält oder zumindest portioniert. Nimmt man sich einmal so eine Portion und kauft die und isst die. Schmeckt süß-säuerlich. Darum heißt auch der Name Sauersack. Hat einen sauren, guten Geschmack, aber auch süß. Guanabara, die Stachelanone. Aber es gibt viele andere Anonengewächse. Den Schleimapfel, den Zimtapfel, Cherimoya, Zimtapfel und andere auch noch. All das findet man auf den Märkten. Man muss wirklich immer wieder hingehen und auf verschiedenste Märkte. Und dann kriegt man, gerade wenn die Frucht reif ist, alle müssen sie wirklich ganz weich sein. Also wenn die hart sind, dann schmecken sie noch nicht. Auch das Fruchtfleisch ist dann noch hart und dann hat das Ganze noch wirklich keinen guten Geschmack. Es muss ganz weich sein und dann entfaltet sich auch meistens auch ein angenehmer Duft und auch ein sehr guter Geschmack. Man isst ihn mit einem Löffel und man kauft also dann nicht die grünen, sondern man kauft dann die gelben, die dann reif sind. Die Samen sollte man von all diesen Anonengewächsen nicht essen. All dies, man kann es natürlich schlucken, aber nicht zerbeißen. Auch schlucken, lieber ausspucken. Manche von diesen Anonengewächsen, die haben also Samen, die werden zerstoßen und werden dann als Insektizid verwendet. Funktioniert offensichtlich auch die beim vom Sauersack. Das heißt, nicht wirklich giftig für uns Menschen, vor allem dann, wenn man es nicht zerkaut, aber ich würde den Samen ausspucken. Ja, das kommt auch aus Mittelamerika. Etwas ganz, ganz Tolles und ganz was Wichtiges, nämlich Avocado. Übrigens, ich habe es noch nicht gesagt, also falls jemand eine Frage hat, bitte Lautsprecher einschalten und mich gleich unterbrechen. Es hat nicht viel Sinn, wenn wir dann am Schluss alle die Fragen abarbeiten. Gescheiter, wenn jemand jetzt eine Frage hat und ich kann sie beantworten, dann versuche ich das gleich direkt zu machen. Avocado kommt aus Mittelamerika. Avocado kommt
aus Mexiko. Avocado ist dort gezüchtet und kultiviert worden. Wahrscheinlich schon vor 10.000 Jahren. Das heißt, das ist schon eine ganz alte Kulturpflanze. Es gibt 400 Sorten. Wir kennen nur die wenigsten. Wir kennen die Sorte Forte, die gibt es zu kaufen bei uns. Und die Hass ist die mit der schwarzen Schale rund. Ansonsten kriegt man diese unterschiedlichen, wie da unten die Birnensorten oder dann die dunkle, die auch eher förmig aussieht, kriegt man in Costa Rica oder in Mittelamerika zu kaufen. Viele dieser Sorten schmecken alle anders, interessanterweise alle haben einen anderen Geschmack, aber trotzdem sind sie wirklich sehr interessant. Avocado ist ein Lorbeergewächs und wird auch in Costa Rica und in ganz Mittelamerika viel angebaut und kriegt man fast überall und immer zu kaufen. Das gibt es auch auf den Märkten. Anatto, Lippenstifte. Gibt es ja immer wieder solche, findet man so Behälter, wo dann diese Paste drinnen ist, und manchmal weiß man nicht, was mit dieser Paste auf sich hat. Das ist ein Färbemittel, also ein reines Färbemittel. Es ist kein Gewürz, schmeckt eigentlich noch nichts. Die Pixa Orellana hat zwei Farbanteile, also das heißt direkt in der Frucht drinnen sind Samen. Und diese Samen sind umgeben von einem roten Arillus. Das sieht man rechts unten bei diesem Bild. Und dieser rote Samenmantel, der wird gewonnen. Der beinhaltet ein Wasser- und ein fettlöslichen Farbstoff, das Pyxin und das Norpyxin. Und dieses wird verwendet vor allem in der Lebensmittelindustrie. Käse wird gefärbt. Reisgerichte. In Costa Rica kriegt man sehr oft Arroz con Camarón, Arroz con Pollo oder ähnliches. Das ist der Reis so leicht orange und das ist dieses Anato, das ist Achiote. Und wir bei uns kriegt man dieses Färbemittel Speiseeis, Desserts und wie gesagt Käse. Aber ursprünglich haben die Einheimischen, das Bild ist jetzt nicht aus Costa Rica, das kommt aus Ecuador, das sind die Colorado-Indianer rechts unten, die haben das ursprünglich genutzt als reines Färbemittel, um sich also mal für einen schönen Abend vorzubereiten oder vielleicht auf Kriegsplatz zu gehen. Und auch, das weiß man, man hat die Kinder damit eingefärbt, um den Farbstoff als Art Insektizid zu verwenden. Das heißt, das kriegt man in Costa Rica natürlich überall zu kaufen. Ich kann es euch empfehlen, mitzunehmen. Bei uns ist immer einer im Kühlschrank. Manchmal nutzen wir das auch, um etwas Reis zu färben. Aber es ist ein tolles Mitbringsel, weil es meistens auch ein Homemade ist. Anato Pixa, Pixa Orellana. Auch eine Frucht, die aus Mittelamerika kommt. Kakteen sind ja alle ausschließlich in Amerika, mit einer Ausnahme, die auch Afrika erreicht hat, aber sonst sind alle Kakteen, und das ist eine Kaktusfrucht, die, glaube ich, auf Englisch Dragon Fruit heißt, Bitterherr. Und diese Bitterherr, die gibt es in Costa Rica nicht immer zu kaufen. Das ist auch eine Saisonfrucht, die kommt eher in den trockenen Regionen vor. Das heißt, trockene Region, sprich nördliches Costa Rica, Guanacaste, dann Nicaragua und ähnliches. Und da links unten zum Beispiel, das ist so ein Kaktus. Dann gibt es unterschiedliche Arten, die genutzt werden. Also unterschiedliche Arten, die man nutzt. Früher hieß die Gattung Hylocereus, die wurde jetzt auf Selenicereus umbenannt. Megalanthus, da hat man, Megalanthus ist ja innen weiß und schwarze Samen, Gudemalensis ist innen so ganz pink-rot mit schwarzen Samen. Die werden angebaut und auch weltweit verkauft. Also, wir waren vor einigen Jahren in Borneo und da haben sie eine riesen Plantage auch gehabt von dieser Bitterherr. Die weltgrößten Anbauländer ist übrigens Nicaragua, China, Vietnam und Israel. Dieser Bitterherr. Und das ist ein roter Farbstoff, Anthocyan ist das. Der rote Farbstoff und die Frucht selbst, wer es noch nie probiert hat, es ist ein Party-Gag. Schmeckt noch nicht wirklich viel, aber doch, wenn man die Frucht irgendwo hinlegt, dann
schaut man und sagt, was ist das eigentlich, wie schmeckt das, man wird neugierig. Man muss probieren, aber so wirklich ein kulinarisches Highlight ist es bei weitem nicht. So, Kakao gibt es auf jeden Fall zu kaufen. Ihr werdet wahrscheinlich irgendwann einmal solche Früchte irgendwo liegen haben, wie da rechts oben zum Beispiel beim Juan. Der Juan ist auch so ein Obstverkäufer. Ich kann nur jedem empfehlen, Costa Rica, wenn Obstverkäufer am Straßenrand sind, stehen bleiben, die verkaufen Produkte aus ihrer Finca, von ihrem Gebiet, gerade was reif ist, und dann geht man hin, bleibt stehen und kauft sich eine Frucht, lasst es oder aufmachen, probiert das Ganze. Kakao wird natürlich hier gemacht, Schokolade, keine Frage. Alle, die schon mal in La Gamba waren, die kennen vielleicht den Ovidio hier. Der Ovidio, der macht auch solche Schokoladen-Workshops. Das ist was Fantastisches, da kriegt man dann wirklich mit, wie aus der Frucht dann am Ende eine Schokolade wird. Am Ort kriegt man natürlich auch Schokolade zu kaufen, kostarikanische. Man kriegt auch die Kakaobohnen zu kaufen. Auch das kann ich euch empfehlen. Nehmt sich eine Kakaobohne mit und dann in Österreich selbst Schokolade machen. Das ist eine tolle Sache. Wir machen das immer. Wir nehmen immer schon Kakaobohnen mit und machen dann in Österreich unsere eigene Schokolade. Der Kakao selbst ist also eine Frucht, die relativ groß ist, wie man das sieht. Relativ groß, bis zu 50, sogar manchmal 100 dieser Früchte können an einem Baum sein. Erntet man, schlagt sie auf, und das Angenehme ist, wenn man also nicht gierig wartet, bis dass man dann tatsächlich aus den Samen den Schokolade macht. Das ist ja schon ein aufwendigerer Prozess. Man kann die Pulpa essen. Also die weiße Pulpa rechts unten legt die Kakao auf. Kakaofrucht auf, öffnet diese und lutscht dann diese Pulver von den Samen ab. Und die schmeckt sehr angenehm. Wirklich äußerst angenehm. Gibt es übrigens in Brasilien eine nahverwandte Art, das ist Theobroma grandiflora. Wir haben hier beim Kakao Theobroma Kakao. Und das ist Cupuaçu. Vielleicht, wenn in Brasilien schon mal war, hat man einen ausgesprochen guten Fruchtsaft getrunken. Das ist Cupuaçu. Von dieser Wildkakao-Art nutzt man nur die Pulpa und macht aus der Pulpa einen Fruchtsaft. Und die Kakaopulpa schmeckt ähnlich gut. Aber auch das unbedingt probieren, die Pulpa vom Kakao ablutschen und wie ein Zuckerl dann genießen. Ja, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Maracuja und ähnliches. Aber die wenigsten haben sich so wirklich Gedanken gemacht, was sie da essen und was es ist. Es gibt übrigens Passifloren, die können also diese Passionsblumengewächse, Passiflora 10, gibt es weltweit 510 Arten, muss ich vorstellen, 510 Arten, aber nur etwa 5 werden genutzt. 5 werden genutzt. Alle, die genutzt werden, kommen aus der alten Welt. Aus der neuen Welt, sorry. Kommen alle aus Amerika, aus der neuen Welt. Wir haben da zum Beispiel bei uns im Garten in der Station die Quadrangularis, die Königsgranadier. Die ist relativ groß, man sieht hier, der Victor hält in der Hand, also das ist schon eine große Frucht, ein ganz dickes Fruchtfleisch, aber die Pulpa innen, die schmeckt exzellent. Also die schmeckt süß-säuerlich, hat einen wahnsinnig guten Geschmack. Ähnlich gut auch wie diese Passiflora edulis, da gibt es zwar Unterarten oder Formen, das ist die eine, die Edulis edulis, das ist die typische Maracuja. Also man kennt Maracuja, das ist so klein, ein bisschen größer, also kleiner als ein Tisch, als ein Tennisball, schrumpelige Oberfläche. Je schrumpeliger, desto besser ist es, schmeckt es meistens innen. Wenn die also nicht schrumpelig ist, dann ist sie vielleicht noch nicht wirklich reif. Also wenn die dann die Frucht schrumpelig wird und man öffnet sie, dann entspringt der Frucht ein wahnsinnig angenehmer, sehr aromatischer Duft. Und die schmeckt auch sehr gut. Aber viele dieser ja, die Edulis zum Beispiel, die Flavicapa, die wird ausschließlich für den Fruchtsaft verwendet. Man muss Zucker beigeben, die schmeckt etwas säuerlicher als die Maracuja. Oder man isst Kuruba, die Bananengranadier, die Passiflora molissima, die kommt übrigens aus dem Hochland, aus Ecuador, Kolumbien, Ecuador. Wird aber auch in Costa Rica angebaut und kriegt man auch immer wieder und immer öfters zu kaufen. Also die Costa Ricaner schätzen diese Hochland-Maracuja-Art, Coruba, vor allem als Fruchtsaft. Die Fruchtsäfte sind der Fruchtsaft, dass dieser Coruba ist wirklich super. Der ist ausgesprochen gut und schmeckt fantastisch.
Und natürlich die beliebteste ist die Ligularis, die süße Granadiers, die rechts unten und auch links oben, da ist eine Plantage. Ist auch eine Hochlandart, die im Hochland eher angebaut wird. Und die öffnet man mit den Fingern und dann lutscht man diese glitschige Samenmasse und die schmeckt süß-säuerlich fantastisch. Alle Maracuja-Arten sind äußerst aromatisch. Manche brauchen ein bisschen Zucker, damit sie wirklich auch wie so genießbar sind. Und manche, wie die Ligularis, die ist so schon allein als zu essen, bestens geeignet. Man braucht keine Verpackung, man kauft die so und öffnet sie. Also Maracuja gibt es unterschiedliche Arten. Immer schauen, was es gibt und auf jeden Fall probieren und erwerben. Eine weitere Pflanze, die aus Mittelamerika kommt, das heißt, Papaya wird zwar weltweit angebaut, aber ursprünglich Mexiko bis Costa Rica, da kommt die Papaya her. Die Pflanze selbst, Papaya, jeder kennt sie, groß, hier sieht man einen Freund von uns, der Walter, der hätte so eine riesengroße Papaya in der Hand. Die Papaya selbst, die weiblichen und männlichen Pflanzen, die weiblichen haben natürlich die Früchte, wie man da rechts oben sieht, die hängen direkt an diesen einstämmigen Schopfbaum. Die Früchte, wenn sie reif sind, fallen sie herab oder dann, wenn sie am Baum reif werden, kommen die Vögel und andere Tiere und picken sie die Früchte auf. Man muss sie halt ernten und dann nachreifen lassen. Es fehlt kaum in einem Frühstück in Costa Rica eine Papaya. Ist genau dasselbe, wie ich vorher schon erwähnt habe, von der Ananas. Die haben also auch ein Enzym. Das ist ein eiweißspatzendes Enzym. Das ist das Papain, heißt das. Und das Papain wirkt genauso wie das Bromelin, hilft bei der Verdauung und entspricht im Prinzip dem menschlichen Enzym, dem Pepsin. Und das Pepsin ist ja auch ganz wichtig im Magen für die Verdauung von vor allem Fleisch. Und das Interessante ist, dass das Papain nicht nur im sauren, Magen ist ja sauer, sondern auch im basischen Bereich wirkt. Und so kann man dieses Papain auch zum Tatmachen vom Fleisch verwenden. Auch genauso natürlich das Bromelin. Also man hat zum Beispiel die Blätter von Papaya nimmt man her und wickelt das Fleisch ein und so wird Fleisch dann weicher. Und ähnliches. Das heißt, das ist ein Saatmacher für Fleisch. Das ganz Besonderes und Tolles. Papaya gehört zu jedem Frühstück. Selbe wie mit Ananas. Hilft wirklich, vor allem wenn man reist. Alle kennen das irgendwann. Hat man Verdauungsprobleme vielleicht. Das ist der lange Flug, das Sitzen und ähnliches. Papaya und Ananas hilft damit. Und links oben sieht es auch eine Papaya, zwei. Ich habe es komisch wie ausschaut. Ja, das ist eine Carica pentagona oder pubescens oder Bergpapaya, wie es auch genannt, kommt aus Südamerika, ist nicht zum Rohverzehr geeignet, aber der Saft ist ausgesprochen gut. Also der Saft ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Und das, wenn man die irgendwann einmal wo sieht, dann würde ich die auch kaufen und dann irgendwo einen Saft mit Zucker versehen, offerieren lassen. Schmeckt fantastisch. Vor allem in Südamerika, vor allem im Hochland, Ecuador, Kolumbien kriegt man den häufiger zu kaufen. Costa Rica weniger. Ich habe gerade das letzte Mal eine in Zucker eingelegte Bergpapaya in Costa Rica gekauft und vor wenigen Wochen haben wir die geöffnet und die schmeckt ausgezeichnet. Die hat einen ganz angenehmen Geschmack und auch Geruch. Was ganz Besonderes, also diese Bergpapaya. Gibt es in Costa Rica auch immer wieder, selten aber doch zu kaufen. Sapote. Sapote kennt vielleicht kaum jemand, denn die Sapotengewächse oder Breiapfelgewächse, die erreichen Europa nicht. Das ist im Prinzip keine dieser Früchte, die wirklich Europa erreicht. Da muss man nach Costa Rica. All diese Früchte kommen aus Costa Rica. Die sind in Costa Rica heimisch, alle kommen sie aus Mittelamerika, aber Exportqualität oder die Exportmöglichkeiten haben diese Früchte nicht, weil sie den langen Transportweg nicht überdauern. Manicaria sabota, der Breiapfel zum Beispiel, eine wirklich angenehm schmeckende Frucht, auch mit Samen drinnen. Die Frucht selbst wird auf den Märkten gekauft. Je weicher, desto besser, meistens.
Interessant ist Manikaria Chique, also nah verwandt oder auch von der Manikaria sabota. Beide hat man den Milchsaft des Baumes genutzt, um daraus den Chicle und Kaugummi zu machen. Das heißt, der Kaugummi, den einst mittelamerikanische Indianer nutzten, den haben dann im Prinzip die Entdecker auch gesehen, dass die Indianer diesen Milchsaft kauen und daraus ist dann der Chicle, der Kaugummi geworden. Das ist also nicht die Frucht, sondern der Milchsaft von Manikaria sabota oder Chicle und wird auch nach wie vor auch genutzt. Und darunter haben wir die Sabote, die große Sabote. Und die große Sabote, die kriegt man wirklich öfters zu kaufen. Sabote ist was ganz Besonderes. Schmeckt, ich würde sagen, wirklich gut, interessant. Da kann es einem passieren, dass man eine Frucht hat, die schmeckt überhaupt nicht. Und das nächste Mal hat man eine, die ist ganz weich und die schmeckt dann fantastisch. Auch da, man muss wieder öfters probieren. Die Frucht muss weich sein, wirklich weich und orange und nicht hart. Wenn es hart ist, schmeckt es wie Kohlrabi. Wenn es weich ist, dann schmeckt es wirklich angenehm, sehr gut. Und der große Samen, der da rechts unten ist, der wird auch zerstoßen oder wurde zerstoßen von den Azteken einst und dieses nach Mandel, leicht nach Mandel schmeckenden Pulver hat man dann dem Kakao, also dem Schokolade auch beigemischt. Also eine Komponente der Schokolade, so wie die Azteken ihn nutzten, da war unter anderem dieser Sabote-Samen zu stoßen drinnen oder Vanille und natürlich Kakao. Und auch Bixa, der Farbstoff. Okay, und das große Bild, was wir da haben, das ist der Sternapfel. Eine wirklich besondere Frucht, schaut aus wie ein Tennisball. Man ist er ist also violett und grün und wenn man reinschneidet, sofort tritt ein ganz intensiver weißer Milchsaft heraus und innen drinnen hat man dann diese weißen Segmente, die sind essbar. Also diese weißen Segmente, die schmecken ausgesprochen gut, süßlich, auch wieder mit einer Fruchtsäure. Man braucht einen Löffel und isst es heraus. Wirklich ganz was Besonderes. Sabote, ausschließlich in Costa Rica, ein Grund, warum man nach Costa Rica reisen kann, soll, sind die Früchte und da gehört natürlich auch Sabote. Der Chrysophyllum cainito. Chrysophyllum heißt Goldblatt übrigens. Goldblatt übersetzt Chrysophyllum und Chrysophyllum heißt deshalb, weil die Blätter unterseits so, ich würde nicht sagen Gold, aber in so einen braunen Behaarung haben, komplett braun und gibt es auch ein Sprichwort in Costa Rica, das sagt, also man isst diese mit Milchsaft klebende Frucht und anschließend nimmt man ein Blatt dieses selben Baumes und fährt sich über den Mund und kann sich sozusagen Milchsaft abmischen. Also Sabote, etwas ganz Tolles. Das zum Beispiel kennen die wenigsten. Also ich glaube, die wenigsten kennen Aki. Aki kommt aus dem tropischen Afrika. Und diese Frucht wurde von den ehemaligen Schwarzen, von Sklaven mitgenommen. Und die haben das dann in Jamaika, vor allem in Jamaika angebaut, ist jetzt nach wie vor in Jamaika ein ganz wichtiges Lebensmittel. Costa Rica hat ja auch eine jamaikanische Bevölkerung, die einst noch vor etwa 100 Jahren nach Costa Rica kamen, aus Jamaika, leben jetzt an der Karibikseite, vor allem für den Eisenbahnbau. Und die nahmen dann auch aus Jamaika, Westafrika und dann nach Jamaika kommen diese Pflanze mit, Aki, Pliegia sabina, und wird vor allem in der karibischen Region angebaut. Findet sie auch anderswo, in anderen Regionen, aber dort wird es weniger genutzt, weil diese Pflanze hochgiftig ist. Das heißt, die Giftigkeit ist wirklich extrem hoch. Laut Literatur sterben regelmäßig Menschen, die das unterschätzen. Das ist ein nicht proteinogenes Aminosäure, das Hypoglycin. Und es ist in der ganzen Körper, der ganze Frucht, der Arillus, also der Samenmantel, da unten ist die Frucht in meiner Hand. Und da sieht man, was man essen kann, ist dieses herzförmige Gelbe, das ist der Samenmantel. Wenn er überreif ist oder wenn er unreif ist, ist er giftig. Das heißt, führt zu Erbrechen, Unterzucker und wenn man zu viel von dem überreifen Arillus isst, auch zum Tode kann es führen. Das heißt, lieber Vorsicht walten lassen. Man muss sich wirklich auskennen, wenn man diese Frucht isst. Trotzdem wird sie vor allem von Jamaikanern und von anderen, vor allem Westafrika, intensiv genutzt.
vor allem das Öl von diesen Samenmänteln, von diesen Arillen, ist hellgelb und kann lange gelagert werden. Und sie nutzen auch das Öl aus den Samen. Und das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Bestandteil der jamaikanischen Einwohner, diese Öle, diese giftigen Pflanze. Aber auch, man kann daraus, aus diesem Arillus, man muss also in Costa Rica in die Karibikregion kommen, damit man das bekommt. Und da kriegt man dann ganz bestimmte Speisen, die diesen Arillus beinhalten. Ich habe schon mal genießen können. Ja, schmeckt nicht schlecht. Ist wirklich gut. Möchte nicht sagen, dass man das unbedingt einmal im Leben gegessen haben muss. Ist nicht vergleichbar mit Durian. Schmeckt gut. Aber wenn man es nicht erlebt hat, ja, dann hat man nicht viel verpasst. Trotzdem, wenn man in der karibischen Region ist, unbedingt ein Essen, wenn es gibt, oder zumindest einfordern, dass man sowas gerne mal probieren möchte. Jana, bitte. Könntest du nur einmal sagen, wann oder was man jetzt essen kann? Man kann diesen Arillus, also der Samenmantel, also das ist die Frucht, die man hier sieht, das ist die Frucht, und die springt dann klappig auf. Also die Frucht am großen Bild, die springt, das sind drei Früchte, die springen klappig auf, und ich halte jetzt eine Frucht rechts unten in der Hand, eine Teilfrucht, und in jeder dieser Teilfrucht ist einer dieser Samen drinnen. Der Samen ist schwarz, das ist der schwarze, ja? Und dieses schwarze Samen ist umgeben von einer, in dem Fall herzförmigen Samenmantel. Und diesen Samenmantel, den kann man essen, wenn er nicht zu überreif ist, unreif ist. Wenn er unreif ist, ist er giftig, wenn er überreif ist, ist er auch. Das heißt, man muss wirklich genau wissen, zu welchem Zeitpunkt man diesen Samenmantel essen kann. Das heißt, diesen Samenmantel. Oh, danke. Gerne. Okay, Aki, was ganz Besonderes. Ligia Sabida. Ja, das ist etwas, was man natürlich in Costa Rica sehr oft kriegt. Das ist Inga. Inga ist eine Leguminose, ein Bohnengewächs, ein Baum. Die einheimischen Pflanzen in ganz Südamerika und auch in Mittelamerika, vor allem die Indigenen, haben immer einen Ingerbaum in der Nähe stehen. Bei uns in der Station, wir haben das auch natürlich, der Luis ist da rechts unten, der hat da gerade eine dieser Inga Eduis Früchte geerntet. Die wird dann so geöffnet, dreht man auf und dann sind innen drinnen, das Bild oben rechts zeigt dann viele Samen, die auch wieder von einem Samenmantel umgeben sind. Also Samen, die von einem Samenmantel, einem fleischigen Samenmantel umgeben sind. Und dieser fleischige Samenmantel schmeckt gut. Schmeckt sehr gut. Wirklich was Exzellentes. Früchte sind groß, ja, die Verpackung ist in dem Fall wesentlich größer als das, was man isst, aber es schmeckt wirklich sehr gut. Da gibt es unterschiedliche Arten. Es gibt viele, viele Arten. Wenn man nach Südamerika fährt, kriegt man andere Inga-Arten an den Märkten zu kaufen. Alle schauen sie ähnlich aus. Das große Bild ist übrigens Inga Spectabilis. Und das Luis in der Hand hält, das ist diese ganz lange, die Affen. Inga, glaube ich, heißt die. Wir haben also auch die Inga im Garten stehen und wir in die Station kommen also dann immer wieder Affen und die ernten dann Ingas. Also wir haben nicht nur die Inga Edo, die sind Spektakel, sondern wir haben auch andere Inga-Arten. Und vor allem Affen kommen in den Garten und holen sich dann diese Früchte. Und die schmecken sehr gut. Also unbedingt kriegt man die vor allem an den Obststäben neben der Straße. Und da muss man unbedingt stehen bleiben und sowas kaufen und einfach probieren, essen, neue kulinarische Genüsse erleben. Das kennen vielleicht mehrere. Die schon mal in der Trockenzeit in Costa Rica waren, die haben also diese Staubfäden. Man sieht rechts oben das Bild, das sind also die Blüten des Wasserapfels, Syzygium malacense. Sagt auch schon der Name, Syzygium malacense, Malacca, heißt nichts anderes als die Westküste Malaysiens. Und aus dieser Region Südostasiens kommt auch dieser Wasserapfel, ein Nelkengewächs. Ein Myrtengewächs. Und die Staubfäden fallen dann herab und die überdecken dann wie ein Teppich den Boden unter dem Wasserapfelbaum. Das ist übrigens gleich eine Station, wir haben auch einen großen Baum. Ist fantastisch. Das ist ein super schönes Spektakel, wenn man diese Staubfäden am Boden erlebt. Aber die Früchte, wir ernten natürlich nicht, denn wir haben so viele Tiere, Affen, Vögel und andere Tiere im Garten, dass wir irgendwas ernten.
Das Foto links stammt zwar von der Station, aber schlussendlich holen sich dann die Tukane und andere diese Früchte, aber man kriegt die natürlich auf dem Markt nicht mehr zu kaufen. Die Früchte sind aromatisch, schmecken aber, wie der Name sagt, nach Wasser. Das heißt, da ist der optische Effekt und der Geruchseffekt ein wesentlich attraktiverer als dann wirklich der Geschmack. Trotzdem, man muss probieren. Der Geschmack ist nicht so auffällig und der Geruch ist meines Erachtens das ganz Besondere. Interessant ist auch, dass der Willem Blyke, vielleicht sagt es jemand noch was, weitere auf der Bounty, der Willem Blyke, der hat dann später auf seiner zweiten Reise, nachdem er mit der Bounty nicht Erfolg gehabt hat, hat er dann die Brotfruchtbäume von Haiti von pazifischen Inseln nach Jamaika gebracht und da nahm er auch diesen Brotfruchtbaum mit. So weiß man, dass seit 1793 diese Wasserapfel-Äpfel auch der Karibik es gibt und Jamaika gibt und dann später von dort ist dann dieser Wasserapfel verbreitet worden bis in Mittelamerika und da kriegt es ihn überall und immer zu kaufen. Genau. Ganz was Besonderes und da gehört auch zu dieser selben Familie, die Myrtengewächse, Gas. Das ist aber ein mittelamerikanischer Baum, das ist die kostarikanische Guave. Schmeckt roh, hart, bitter, astringierend, auf keinen Fall wirklich essbar. Wenn man jetzt am Markt steht und man kennt sich nicht aus, sagt, hey, das ist eine Guave, super, man greift hin, man möchte eine reife Guave essen und dann guckt man drauf, boah, das schmeckt ja grauenhaft. Der Fruchtsaft schmeckt fantastisch. Also ich sage immer, man sollte, wenn man in Costa Rica ist, zwei Fruchtsäfte unbedingt probieren. Das ist der Guanabana, Sauersack und Gas. Gasfruchtsaft schmeckt fantastisch. Sie hat so eine Säure, dieser Zucker kommt von Beigaben, aber die Säure schmeckt exzellent. Und das ist die kostarikanische Guave. Wird angebaut, auch wir in der Station haben einen Guavenbaum, wir ernten auch immer wieder in der Station dieses Gas und machen einen Saft draus. Und da wird der Saft so verwendet, dass man die Frucht nimmt. Darf nicht überreif sein, sondern muss ganz grün auch nicht mehr. Und dann wird es in einen Mixer gegeben und mit Zucker und Wasser vermengt. Und wirklich ein exzellenter Fruchtsaft, Gas. Auch die gehören alle zu derselben Gruppe. Die Myrtengewächse, Arasa, wer schon mal Arasa, der ist also größer als ein Tennisball, riecht fantastisch. Also unvorstellbar, wie dieser Geruch ist. Also man könnte süchtig werden nach diesem Geruch, aber wenn man reinbeißt in die Frucht, schmeckt es bitter. Und auch da wieder mit Zucker fantastischer Fruchtsaft. Der Rosenapfel, das ist der einzige von denen, die jetzt hier oben sind, die nicht aus Amerika stammen, sondern der Rosenapfel kommt aus Südostasien. Ist denn als Obst, wird der verwendet. Der wird als Obst verwendet. Die Guave, die kennt man da oben. Die Guave gibt es ja auch bei uns im Winter zu kaufen. Gibt es auch unterschiedliche Sorten. Guaven werden von Pferden und von Rindern gefressen. Darum findet man auch sehr viele Guavenbäume in den Weiden. Guave schmeckt, riecht gut, riecht sogar sehr gut. Manche behaupten, sie riecht besser, als sie schmeckt. Man macht vor allem eine Marmelade daraus. Guave ist sehr gut. Die Erdbeerguave schmeckt auch fantastisch. Ist aber, weil sie auch gut schmeckt, weit verbreitet worden und ist auf vielen Inseln zu einer invasiven Pflanze geworden. Das heißt, Vorsicht, auch wenn man Nutzpflanzen wohin bringt, die können sehr wohl die einheimische Flora und dem Flora stark beeinträchtigen. Auf Reunion oder auf den Azoren zum Beispiel hat man die Erdbeerguave eingeführt als Obstbaum und jetzt ist sie invasiv geworden und man wird nicht mehr her, dieser Pflanze. Und das besonders gut schmeckt die Surinam-Kirsche, Pitanga. Vagenia uniflora. Kirschgroße Früchte und die schmecken sehr gut, aromatisch auch mit einer angenehmen Säure. Also, man sieht, also die Myrtengewächse, da gibt es sehr viel Obst, das wir nutzen können. Mango. Für alle ist der Mango der Früchte, der Königin der Früchte schlechthin. Es gibt übrigens tausend Mangosorten, muss man sich vorstellen, aber wir kennen im Prinzip maximal zwei, drei. 30 kommen übrigens in den Handel. Es gibt in Costa Rica übrigens auch eine Mango-Messe.
in Rutina, immer so Ende März, Anfang April. Wenn ihr zufälligerweise zu der Zeit in Costa Rica seid, plant ein, diese Messe zu besuchen. Also da kriegt man alle möglichen verschiedenen Mangos zu probieren. Ihr habt dort die Mangosorten, die ich recherchiert habe, die es in Costa Rica gibt, die 10 Mangosorten, die es in Costa Rica gibt. Und interessanterweise schmecken sie wirklich alle unterschiedlich. Das ist ja auch so mit Äpfel schmecken ja auch nicht alle gleich. Es gibt unterschiedliche Apfelsorten mit unterschiedlichen Geschmäckern. Und so ähnlich ist es bei den Mangos natürlich auch. Alle schmecken anders, alle schmecken ein bisschen verschiedene, manche sind fasrig und ähnliches. Die Mango selbst kommt ja aus Asien, Mangifera indica, wie der Name schon sagt. Also eine ganz tolle Frucht, die vor allem in der Gegend um Orotina, das heißt, Orotina liegt, wenn man von San Jose nach Süden fährt, nicht über den Pass, sondern die Küstenstraße, dann von San Jose noch eine Stunde vor mir kommt man nähe Meeresniveau nach Orotina und das ist die Mango-Hauptstadt. Und dort gibt es auch diesen Markt, diesen Mango-Festival, die Mango, glaube ich, wird es sogar genannt. Feria de Mango. Unbedingt einmal zu dieser Zeit dann hinschauen. Ja, zu dieser Familie der Anacardiaceae gehört auch Cashew oder Marañón. Jeder von uns kann Cashew, links oben sieht man auch Cashew, so wie in Costa Rica verkauft wird. Cashew kommt aus Amerika. Anacardium occidentale kommt aus Brasilien, wird dort auch angebaut, wie man auch sieht auf diesem Bild unten, aber der Großteil der Weltproduktion ist in Afrika. Tansania, Mosambik, aber auch Indien und wird angebaut, aber und auch in Vietnam. Aber der Großteil kommt wirklich aus Afrika, Cashew. Interessanterweise, wenn man das jetzt anschaut, man sieht die Bilder rechts, jetzt oben und links, da sieht man also Cashew, das ist eine nierenförmige Same. Und diese nierenförmige Same wird von einer nierenförmigen Frucht umgeben. Die Frucht ist hart, wird dann so braun und der Fruchtstiel, man sieht oben noch den unreifen Fruchtstiel, dann der reife Fruchtstiel und der Fruchtstiel wird dann fruchtartig, schmeckt dann auch saftig und wird dann von Vögeln vor allem und auch von Säugetieren geerntet und so wird dann der Same weitergetragen. Das heißt, man kann den Fruchtstiel auch essen, der dann Marañón heißt, hat sehr viel Vitamin C. Man macht das daraus einen Saft oder in Indien machen sogar aus diesem Fruchtstiel einen Feni. Feni ist also ein alkoholisches Getränk, der Cashew-Feni ist das. Ansonsten isst man die Früchte roh oder ja, geröstet, gesalzen, gibt es bei uns alles Mögliche, hat sehr viel Magnesium. Und was ich jetzt bei den Recherchen auch nachgelesen habe, das ist wirklich interessant, dass es ja kaum ein anderes Lebensmittel gibt, das mehr essentielle Aminosäure Tryptophan hat als die Cashewkerne. Na, wozu braucht man Tryptophan? Es ist ein unerlässliches Nährstoff für die Produktion des Neurotransmitters Serotonin. Serotonin braucht man, um seine Psyche stabil zu halten. Das heißt, es wird gegen Depressionen auch verwendet. Das heißt, regelmäßig Cashewkerne essen, so kann man möglicherweise seine Depressionen, falls man welche hat, in den Griff bekommen. Also ganz interessant, Lebensmittel, welches nachweislich auch bei psychischen Erkrankungen helfen kann. Ansonsten ist die Cashew-Schale, also die Schale jeder Fruchtwand, auch giftig. Und man muss schon aufpassen, was man auch davon isst. Also Cashew und Marañón ist was ganz Besonderes. Auch das man muss es probieren. Meistens isst man einen Fruchtstiel und sagt, ja, super, schmeckt gut, nett. Und das nächste, und dann braucht man noch keinen zweiten. Brombeeren, ja, Brombeeren gibt es bei uns auch, aber auch in Costa Rica gibt es Brombeeren, so einheimische Brombeeren. Es gibt weltweit übrigens 500 Arten von Brombeeren. Viele sind invasiv. In Costa Rica, da gibt es 2 Arten, die geerntet werden, vor allem im Hochland. Und man macht dann Fruchtsaft draus. Also Brombeeren isst man nicht wie bei uns als Obst, sondern die Brombeeren werden dort meistens, Mora heißen sie, geerntet und man macht dann sehr guten Fruchtsaft. Mora. Japanische Wollmispel gibt es bei uns auch. Im Mittelmeerraum auch, aber in Costa Rica auch. Das heißt, die werden dort angebaut, die japanische Wollmispel. Und
kriegt man dann immer wieder zu kaufen. Wie der Name sagt, auch keine einheimische Pflanze, aber trotzdem, man muss sich vorstellen, durch die United Fruit Company ist ganz, ganz viel Obst nach Costa Rica gekommen und dort wurde dann vieles dieser Obstsorten auch plantagenmäßig angebaut. Ich werde heute in meinem Vortrag, bin ich schon fast fertig, nur einen Bruchteil der Früchte, die es in Costa Rica gibt, vorstellen. Ich stelle keinen Durian vor, obwohl man in Costa Rica auch Durian bekommt oder Ransium oder ähnliches. Viele dieser Sachen gibt es in Costa Rica, aber sind in den Märkten nicht wirklich so repräsentiert, dass ich der Meinung bin, dass man das unbedingt vorstellen müsste. Wollmist gibt es natürlich immer wieder. Ganz viel gibt es natürlich auch. Auch das sind nicht einheimische Sorten. Es ist Brotfrucht rechts und Jackfruit links. Es gibt also unterschiedliche Artocarpus-Arten. Die Artocarpus moracea, das ist eine Gruppe der Feigengewächse im weitesten Sinne, die kommen vor allem aus Asien. Also in Borneo gibt es zum Beispiel Artocarpus, glaube ich, 10 Arten, wovon 3 oder 4 gegessen werden. Alle schmecken sich unterschiedlich sehr gut. In Costa Rica gibt es bis jetzt nur Jackfruit, riesengroß, also ungefähr 10 Kilo. Und dann hat man die wird dann segmentiert geöffnet, so einen ganz klebrigen Milchsaft und diese klebrige Milchsaft, ja. Und dieser klebrige Milchsaft, den kann man unterbinden, indem man sich die Hände vor mit Öl einreibt, dann bleibt er nicht so klebrig, oder mit Handschuhen arbeitet. Ansonsten isst man von der Jackfruit nur dieses Gelbe, was passiert bei dem Segment. Nur das Gelbe und das schmeckt ausgesprochen gut. Also exzellent. Die Samen werden nicht genutzt, also werden schon genutzt, aber nicht. Meistens nicht, meistens schmeißt man die Samen weg. Man kann die auch als Maroni-Ersatz nutzen. Genauso wie bei diesen Artocarpus albilis. Auch da könnte ich jetzt eine halbe Stunde über diese Frucht reden. Artocarpus albilis wird Brotfruchtbaum und der wird vor allem genutzt, wie der Name so Brotfrucht. Also wird die Fruchtfleisch getrocknet und dann macht man einen Saft draus oder ein Pulver draus, wird das Mehl verwendet oder die Samen. Die Samen werden geröstet und dann auch zerrieben und da verwendet man das auch als quasi Stärkelieferant. Jetzt wird vor allem Brotfrucht in Polynesien angebaut, Karibik, Südindien, Sri Lanka und die Frucht selbst, die beinhaltet so 16 bis 24, ja, wie Kastanien, große Samen. Und die werden dann vor allem, weil sie so stärkehältig sind, genutzt. Warum habe ich unten jetzt die Bounty mit Kapitän Blake, den ich schon vorher erwähnt habe? Und die Bounty ist also 1788 nach Tahiti aufgebrochen, um dort die Bäume zu kaufen, damit die englische Regierung Nahrungsmittel für ihre Sklaven auf Jamaika bekommen. Denn das war genau die Zeit, amerikanischer Bürgerkrieg, die Nahrungsversorgung ist unterbunden gewesen und so haben die Briten überlegt, wir brauchen konstant etwas, wo die einheimischen Sklaven versorgt werden können und haben den Captain Blake ausgeschickt, um dann die Brotfruchtbaum auf der Tahiti zu kaufen und so weiter. Mal 3 auf der Bounty, wir kennen es, wenn nicht, nachlesen. Es nicht funktioniert, erst bei seiner zweiten Reise dann. Später hat Captain Blake dann tatsächlich die Brotfrucht geholt und hat dann auch unter anderem den Wasseraffel mitgenommen. Aber so wirklich durchgesetzt hat sich in Mittelamerika dieser Brotfruchtbaum nicht. Auch wenn er fast in jedem Garten steht. Auch bei uns in der Station haben wir den Garten, aber wir nutzen ihn kaum. Aber was ganz Tolles, ein wichtiges Grundnahrungsmittel vieler Bewohner auf den Polynesien und auch in Afrika.
Das ist schon wesentlich mehr, wird das mehr genutzt, Maniok. Auch das findet man auf den Märkten immer wieder. Also ich denke, was ist denn das, was da immer so herumliegt, diese großen Knollen? Und das ist Maniok, also Mani Hot Esculenta. Und Maniok ist interessanterweise, kennt man die Pflanze nur als Kultur. Man nimmt an, dass die Maniokpflanze aus Südamerika kommt. Man hat aber in Mexiko die ältesten Maniok-Überreste gefunden, nämlich vor etwa 2800 Jahren. Das heißt also, irgendwie dürfte die Maniok dann auch in präkolumbianischen Zeiten nach Mittelamerika gekommen sein und hat das genutzt. Das, was halt bei der Maniok ganz spannend ist, die Pflanze beinhaltet giftige Glykoside, das heißt die Knolle, als Fraßschutz natürlich, Glykoside, vor allem das Linamarin. Und bei Verletzung tritt dann sogar das giftige Blausäure aus. Das heißt also, man muss, wenn man die Pflanze Knolle essen möchte, diese Blausäure auswaschen. Und aus diesem Grund hat man begonnen, vor allem die amazonischen Indianer, diese Blausäure auszuwaschen. Und man hat dann am Schluss das Farina, das Mehl bekommen und hat dann daraus auch Brot und Fladenähnliches gemacht. Jetzt gibt es schon blausäurefreie Sorten, die braucht man nur kochen, schmeckt exzellent, ist wirklich was Gutes. Die Wanne, der Station, hat zum Beispiel eine Ernte da in der Hand aus unserem Garten. So schaut eine Plantage rechts oben aus. Und dieses Maniok ist ein ganz wichtiges Grundnahrungsmittel. Schaut euch mal die Länder an, wo das angebaut wird, in Afrika, in Asien. Kommen tut es aus Amerika, aber Afrika, Asien ist Maniok ein ganz, ganz wichtiges Grundnahrungsmittel, stärker Lieferant geworden. Costa Rica nutzt man es auch, wie zum Beispiel bei Vigoron, das ist eine typische Speise Nicaraguas oder auch Costa Ricas. Vigoron mit Schweineschwarten, Krautsalat und das Weiße, was man da hinten sieht, das ist gekochter Maniok. Das heißt, eine typische Speisekombination Vigoron mit dem Maniok und den Schweineschwarten. Auch das, Maniok schmeckt sehr gut. Wir kochen das immer wieder in der Station gekocht, frittiert und ähnliches. Und alle lieben es. Unbedingt muss man nicht am Markt kaufen, aber man muss es unbedingt probieren. Maniok. Auch das, die Süßkartoffel, ist was ganz Besonderes. Süßkartoffel kommt ursprünglich auch aus Südamerika, wird auch jetzt weltweit angebaut. Wenn man sich schaut, das kommt aus Südamerika und wird vor allem China großteils in einer Millionen Tonnen, das ist wirklich der Welt. Wichtigste Anbauer von Süßkartoffeln, auch bei uns in Österreich wird Süßkartoffel angebaut, auch in Costa Rica baut sich Süßkartoffel an. Süßkartoffel ist also ein Windengewächs, ist eine Kletterpflanze und bildet dann Knollen, Speicherknollen aus, so ähnlich wie Kartoffeln. Die braucht man im Prinzip nur kochen und schälen. Gibt es unterschiedliche Sorten auch wieder. Je nachdem, welche das man kauft, gibt welche mit einem Orangenanteil, Stärkeanteil oder einen weißen und ähnliches. Überall am Markt findet man also die Süßkartoffel. Süßkartoffel ist ein Windengewächs und wir gehen jetzt zu den Nachtschattengewächsen. Nachtschattengewächse, ihr wisst, das sind ganz, ganz wichtige. Kartoffeln gehören dazu, Tomaten gehören dazu. Viele kommen aus Amerika, viele dieser Nutzpflanzen, alle, die wir da hier sehen, die kommen aus Amerika. Die Baumtomate zum Beispiel aus Amerika wird auch in den Bergen Costa Ricas angebaut. Man macht dann Fruchtsaft draus. Auch keine Frucht, die man roh isst und wirklich exzellent ist. Dasselbe gibt es daran hier oder Lulu. Auch die schaut super aus, ist so ein Tennisball. Kann man mal probieren und dann schmeckt sauer. Aber er hat einen guten Fruchtsäureanteil. Man muss mit Zucker einen Fruchtsaft draus machen. Der schmeckt besonders gut. Wir alle kennen die Kapstachelbeeren. Physalis peruvianer. Kapstachelbeeren, verwirrender Name, weil früher diese Andenbeeren, wie sie jetzt auch bei uns heißen, aber der deutsche Name Kapstachelbeeren gibt es nach wie vor. Und die wurden über Südafrika. Südafrika eingeführt, dort hat man sie weitergezüchtet und dann sind die weiteren Züchtigen nach Europa gekommen und so kamen wir auf die Idee in Europa, die kommen eigentlich aus Südafrika. Stimmt nicht, die kommen aus den Anden. Darum auch der wissenschaftliche Name Physalis peruvianer.
schmecken exzellent, sehr gut, gibt es in Costa Rica im Hochland und auf vielen, vielen Märkten zu kaufen. Und ganz klar Chili. Wer liebt nicht Chili? Chili gibt es in Mengen und in unterschiedlichsten Sorten und unterschiedlichsten Varietäten in Costa Rica zu kaufen. Auch wir in der Station bauen ja Chili an und das kann sich jeder von uns auch Weihnachtsgeschenke erwerben. Chili aus La Gamba. Schickt uns eine E-Mail oder schaut auf unsere Homepage. Ihr werdet sehen, wir haben fantastischen Chili aus La Gamba. Und natürlich in Costa Rica gibt es Chili. Die Costa Ricaner, interessanterweise, auch wenn das Chili aus Mittelamerika kommt, sind keine wirklich scharfen Esser. Steht zwar Chili am Tisch, aber die wenigsten Picos lieben wirklich Chili oder scharfes Essen. Das sind wir Europäer schon eher affin. Und Chili ist was Besonderes. Gibt es mehrere Arten, Capsicum-Arten, die genutzt werden und kriegt man aber in Costa Rica überall und wirklich aus Chileros eingelegt, am Tisch stehend oder auch Chileros zu kaufen. Chili muss man, glaube ich, auch erwähnen, man kann die, soll die unbedingt mitnehmen, wenn man in Costa Rica ist. Das hat wahrscheinlich noch nie jemand gesehen. Die Icacu-Pflaume. Die Icacu-Pflaume ist, oder die Kokospflaume, wie sie auch heißt, die war eine ganz, ganz wichtige Pflanze während der Zeit, als Christoph Kolumbus Mittelamerika entdeckte und wurde dort als ganz wichtiges Nahrungsmittel genutzt. Das heißt, das Obst, das ist also eine Pflanze, die vor allem an der Küste wächst und die hat dann solche rötlichen Früchte. Jetzt kriegt man diese Icacu-Pflaume vor allem auch als Dessert eingelegt in Zucker. Roh schmeckt es ein bisschen fad, würde ich sagen, aber in Zucker eingelegt, als Dessert schmeckt es exzellent. Findet man also auch immer wieder in Märkten. Jetzt weiß man, was diese komischen kleinen Früchte sein können. Probieren und dann feststellen, dass man sie vielleicht als Dessert lieber mag. Auch das sind Früchte, die man wahrscheinlich vorbeigeht, wenn man die irgendwo sieht, aber das sind Mombin-Pflaumen. Mombin. Bombias gehört also auch zu den Sabinterzehen. Und immer wieder findet man also die roten Mobin, die dann wirklich rot werden und die isst man dann, ich würde sagen, schmecken ein bisschen wie Kirchel, während die gelben, die ganz, ganz reif sind, die ganz weich, dass sich diese bedienen, da entsteht wirklich viel Zucker. Und das ist dann so eine ganz, ganz süße Frucht mit einem großen Kern. Also das Fruchtfleisch ist nicht so wirklich üppig, aber man lutscht den Kern, das Fruchtfleisch vom Kern ab und schmeckt gut. Auch das sollte man probieren. Ja. Das kennt vielleicht jeder, der schon mal in der Trockenzeit in Costa Rica war. Die Dicos lieben das, die kaufen das und dann irgendwann merkt man, das riecht aber komisch, wenn die da in der Nähe stehen. Das ist Nanse. Nanse hat so einen... Buttersäure-Geschmack, Geruch, Buttersäure ist im Schweiß. Das heißt, es riecht dann ein bisschen nach Schweiß. Am Anfang dreht man sich um und denkt, komisch, wer ist das? Aber das sind diese Früchte. Ist nichts für den europäischen Mund und Geschmack. Also das ist nicht etwas, was wir Europäer wirklich lieben. Probieren müssen wir es trotzdem. Die Dicos lieben die. Das ist wirklich, die gibt es zu kaufen. Solche Säcken überall in den Busstationen. Nanse, Nanse, Nanse. Bursonima crassifolia, eine Malpighiazee, gibt es in den ganzen Trockengebieten Süd- und Mittelamerikas und dort wird es genutzt, da machen Leute Marmelade draus, machen sogar den Saft, der Nanse-Saft. Schmeckt, oder die schmecken alle gewöhnungsbedürftig. Die Einheimischen lieben diese Frucht Nanse. Und man kriegt sie auch wirklich überall, wenn die Früchte reif sind, vor allem in der Trockenzeit, zu kaufen. Avaroa Carambola, Carambole, die Sternfrucht, kommt aus Asien und ist eine Frucht, die eher säuerlich ist, ein Oxalidazel, ein Sauerkleegewächs, hat sehr hohen Säureanteil. Wenn sie ganz reif sind und dann abfallen, dann schmecken sie auch wirklich süß, aber der Säureanteil ist auch immer vorhanden. Gute Frucht, schmeckt wirklich exzellent, vor allem in Fruchtsäften gibt es ein bisschen Säure. Aber hoher Carambola. Vor allem in Indien, wo die ja auch herkommen, die Bilimbi, macht man Chutneys. Chupa Chupa.
Chupa heißt im Prinzip abschlecken, schlecken oder saugen, ist Matisia cordata, früher ist die Matisia, und diese Chupa Chupa schmeckt ein bisschen nach Kürbis, mit einer Note Mango und Marille. Also so Kürbis, aber Mango und Marillengeschmack ist dabei, großer Samen drinnen. Guararibea cordata hieß sie früher, das hat sie Matisia cordata, und diese großen Samen, die nehme ich weg, große Frucht, also die ist wirklich so Kokosnussgröße, man sieht das Vergleich neben die Ananas, und hat dann so orange Fruchtfleisch und schmeckt ausgezeichnet, wirklich, das ist auch eine Frucht, die muss man probieren, vor allem in der Regenzeit, das heißt, die ist dann reif, so Juli, August, September, und da kriegt man so einen Wegrand über zu kaufen, und die manchmal auf diesen Bäumen herab. Wir haben auch einen Baum, leider noch keine Frucht. Aber wirklich was Exzellentes. Das gibt es in Costa Rica immer wieder, aber selten. Das ist die teuerste Frucht, die teuerste Same und muss werden. Kostet ein Kilo zum Beispiel bis zu 80 Euro. Ein Kilo Macadamia 80 Euro. Ein Baum, wie man da rechts sieht, der können liefern zu ungefähr 50 Kilogramm an Nüsse. Das Problem ist, diese wahnsinnig harte Schale, die muss geöffnet werden, da drin ist dann der Same. Und das bedeutet, also dieser Kern muss so geöffnet werden, dass die Frucht der Same nicht zerstört wird. Das ist ganz schwierig. Und in Costa Rica, das sieht man hier, da gibt es auch eine Produktionsstätte, die Samen ernten und dann auch verkaufen, beziehungsweise man überzieht die auch mit Schokolade und Ähnlichem. Man verfeinert anschließend diese Nüsse. Das Macadamia kommt übrigens aus Australien, mit Pro-THC, und hat dann die ganze Welt erobert. Ist eher in trockenen Regionen, nicht jetzt wirklich in La Gamba, wo es so feucht ist, sehr gut anzubauen. Wir haben einen Baum, glaube ich, seit 20 Jahren und der ist, glaube ich, 3 Meter hoch und hat natürlich keine Früchte. Ich habe in der Literatur gelesen, nach 5 Jahren soll der Früchte tragen. Tut er bei uns noch nicht. Aber eine sehr, sehr gute Frucht, das Nuss Macadamia. Gibt es, wie gesagt, auf dem Märkten auch immer wieder zu kaufen. Nicht billig. Glusien. Glusien kennt man vielleicht nicht. Nah verwandt mit Glusien ist zum Beispiel Hypericum, unser Johanniskraut, aber die Glusien sind so tropische Gewächse in Asien und in Amerika und in Afrika natürlich auch. Und es gibt einige Früchte, die man auch nutzt von diesen Glusien-Gewächsen. Diese Affenfrucht zum Beispiel, die schmeckt ausgezeichnet. Super. Auch da, man öffnet die Frucht, die gibt die Fruchtschale weg und dann hat man innen drinnen eine ausgezeichnete Säure, mit Säure betonte süße Frucht, die Garcinia Matrono Affenfrucht. Der Mamai-Apfel, der schaut so ähnlich aus wie das Chupa Chupa, auch wenn man ihn öffnet, auch die Samen, aber schmeckt ganz anders. Der hat ganz einen anderen Geschmack, auch fasrig, so ähnlich wie Chupa Chupa vorher, aber orange, also eher gelb und orange, und hat, die Früchte sind auch groß, hat also eher mehr Fruchtfleisch als das Chupa Chupa. Also Mamai-Apfel. Ganz bekannt ist natürlich Mangostane. Das Bild darunter, beziehungsweise das Hintergrundbild Mangostane, kommt übrigens aus Asien, wird auch als Königin der Früchte genannt. Da isst man innen drinnen diese Segmente, die weißen. Das heißt, die Frucht wird abgetrennt, also die Fruchtwand öffnet die und isst dann dieses einzelne Segmente, die wahnsinnig delikat schmecken, ausgesprochen gut schmecken. Und da, das muss man wirklich probieren. Gibt es auch bei uns immer wieder zu kaufen. Man kann Glück haben oder manchmal nicht. Also ich bin ein neugieriger Mensch. Ich probiere natürlich immer wieder alles, auch in Österreich. Oft kriegt man Früchte, die natürlich, wenn man sie kennt, wie sie wirklich schmecken, bei weitem nicht das erreichen, was man gerne hätte. Manchmal kriegt man auch in Österreich diese Mangostane zu erwerben. Die schmeckt ja nicht so schlecht. Kürbisgewächse gibt es in Costa Rica auch, obwohl die meisten dieser Kürbisgewächse aus Asien kommen. Citrullus oder Cucumis melo, die kommen aus Afrika, aus Afrika kommen und sind dort gezüchtet worden, auch ganz lange
versucht, schon vor langer Zeit gezüchtet worden. Und dann baut man natürlich dann Wassermelonen nicht nur bei uns in Europa an, sondern auch in Costa Rica. Costa Rica ist ein ganz wichtiges Anbauland für Wassermelone. Und da findet man immer wieder an den Straßenrändern, vor allem in den Trockenregionen Guanacastes, Leute, die unterschiedlichste Melonenarten, also Kürbisgewächsarten, Melonenarten verkaufen, ob es die Zuckermelone ist, die Honigmelone, die Wassermelone, alle schmecken sie fantastisch. Man kauft diese Früchte und bittet die Verkäuferin oder den Verkäufer, dass sie es aufschneiden, dass man es essen kann. Macht es das. Es ist wirklich was Fantastisches, dann diese Früchte vor Ort sonnengereift zu erleben und zu ernten. Es gibt aber auch andere Kürbisfrüchte, die einheimisch sind, die aus Costa Rica kommen und die als Gemüse verwendet werden. Sechium zum Beispiel, Chayote, schmeckt ein bisschen wie Kohlrabi. Unten wird es angebaut. Sechium-Plantage ist eine Liane. Muss gekocht werden und schmeckt nicht schlecht. Vor allem kommt das dann vor allem vor in so Fleischeintöpfen und ähnliches. Und Schwere zum Beispiel hat man hier, das wird auch genutzt mit Zucker, mit Rohrzucker eingelegt und dann kriegt man dieses äußerst aromatisch gut schmeckende, süß schmeckende Kürbisfleisch. Und der Kakao auch, der Kakao ist auch als Verwandt mit Sechium Edule, ist eine Liane, die wird auch für solche Fleischeintöpfe gekocht, offeriert, auch immer wieder auf Märkten zu kaufen. Zitrusfrüchte kommen nicht aus Costa Rica, die kommen alle aus Asien, China und ähnliches. Trotzdem hat verschiedene Zitrusfrüchte in die kostarikanische Küche ja, eingenommen oder in der kostarikanischen Küche sind die wirklich adaptiert worden. Limetten zum Beispiel, viele, viele Speisen, wo man Limetten reicht. Limetten sind ja häufig immer wieder auch an Tischen. Limetten braucht man. Limetten sind in jeder Küche, hält auch lange. Kumquat gibt es auch immer wieder in den letzten Jahren. Gibt es Plantagen in Costa Rica im Norden, und Orangen auch. Ich habe keine Orange jetzt da abgebildet. Kumquat und Orangen werden angebaut. Und die besten Zitronen, die Bayer-Zitrone, die relativ groß ist und die, wenn man Glück hat, kriegt man die auch immer wieder auf Märkten zu kaufen. Eine ganz besonders gute Zitrone, die Bayer-Zitrone. Groß und aromatisch. Also gibt es unterschiedliche Sorten, man muss sich da durchprobieren. Ja, Weintrauben gibt es in Costa Rica auch. Sie machen keinen Wein. Das Kilogramm kostet hier ungefähr 4 Dollar, also ein bisschen weniger als 3 Euro. Man isst die Weintrauben. Ich würde eher sagen, das ist was, so wie Äpfel oder auch wie Birnen. Äpfel gibt es in Costa Rica auch mit angebaut. Es ist irgendwas Besonderes. Man kriegt es bei uns eher selten. Costa Rica, da ist Bananen, da sind die Ananas wesentlich populärer und dann hat man irgendwann einmal eine Weintraube, das ist was Exotisches, was alles gibt es auch in Costa Rica, wie gesagt, Weintrauben zu erwerben. Schmecken, ähnlich wie bei uns, gibt Erdbeeren natürlich auch, habe ich jetzt nicht dabei, Erdbeeren wird ja auch immer mehr angebaut. In Costa Rica gibt es unwahrscheinlich viele Früchte, die man dort probieren kann. Natürlich auch, wenn Saison ist. Saison zum Beispiel, Rambutan ist auch die Regenzeit. Man kriegt also Rambutan nicht in der Trockenzeit, vielleicht irgendwo vereinzelt, aber die Hauptanbauzeit, die Haupterntezeit ist die Regenzeit. Das heißt, es ist Juli, August, September. Da stehen dann die Leute wie dieser her und verkaufen dann die Früchte in Säcken. Kostet ungefähr 1000 Kolon, 2 Dollar. Und dann isst man diese aus Asien stammende Pflanze, Sapindaceae, auch mit Litchi verwandt. Man öffnet dieses behaarte Fruchtwand und dann innen drinnen hat man wie bei Litchi einen delikaten Fruchtfleisch mit einem Kern, den man ausspuckt. Schmeckt super. Also Rambutan kommt aus Asien und ist eine exzellentes Frucht, die es vor allem im Juli und August, September in Costa Rica zu kaufen gibt. Ja, Märkte überall, das ist in Sabote jetzt der Markt, die Fähre Sabote, das ist nur am Sonntag, man muss sich, wenn einer Costa Rica fährt, das heißt, immer erkundigen, wo ist gerade eine Feria. Meistens sind unterschiedliche Tage, solche Bauernmärkte, Ferias, wo ist die Feria, diese und das, und das ist die Sabote Feria Markt, das hat man den Bayer, da hat man die Mangos und Melonen, dann hat man Zuckermelonen und ähnliches.
Man kriegt hier an diesem Markt alles zu kaufen. Die Menschen sind wahnsinnig nett, sind offen. Jetzt seht ihr, lasst einen probieren und probiert die Ananas oder probiert diese Papaya. Jedes schmeckt ein bisschen anders. Kann ich nur empfehlen, probiert es euch durch diesen Märkte. Oder Straßenrand stehen Leute, die verkaufen ihre Produkte, wie der Juan hier. Der Juan verkauft seine Kakao und Pechereien. Stehen bleiben und probieren. Ja, damit bin ich schon am Ende jetzt zu meinen Früchten. Länger geredet, als ich wollte. Ich kann alle einladen, nach Costa Rica zu reisen. Vielleicht nach Costa Rica reisen, wenn wir veranstalten, noch immer wieder reisen. Vielleicht nächstes Jahr auch nach Costa Rica. Und die, die eine Station besuchen wollen, einfach uns kontaktieren. Ich mache gerne Tipps. Und wir laden alle, die noch nicht Mitglieder sind unseres Fördervereins, ein, das zu werden. Wir organisieren ja nicht nur solche Webinare. Die Station, der wird vor allem Naturschutz und Forschung betrieben. Könnt ihr euch vorstellen, wie es uns gegangen ist in der Covid-Zeit. Wir freuen uns, Daniel hat es am Anfang schon gesagt, wenn wir euch als Mitglieder gewinnen können. Hat Vorteile, man wird eingeladen zu solchen Webinaren und man kriegt Sachen zugeschickt und informiert und dergleichen. Okay, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und also ich sehe im Chat 29, also ich kann den Chat nicht lesen, wenn also jemand Fragen hat, dann möge man mich bitte jetzt kontaktieren. Ansonsten würde ich das Webinar beenden und allen noch einen wunderschönen Abend wünschen.